Also Deutschland, die Bundesrepublik ist ja eine Kreation der Alliierten nach dem Krieg und allen voran die Amerikaner. Verfügen die Alliierten noch über die Sonderrechte für die Überwachung? Wir fragen bei mehreren Ministerien nach. Nur das Bundesinnenministerium antwortet ausweichend. Zitat: Aufgrund der Komplexität der Sach- und Rechtslage ist derzeit keine abschließende Bewertung möglich. So bleibt der Verdacht, dass Geheimabkommen zwischen Deutschland und den drei Westalliierten noch immer gelten und das 2 Jahrzehnte nach Erlangung der vollen Souveränität. Schon erstaunlich, dass wir auf eine Frage nach der Souveränität Deutschlands von mehreren Behörden nur ausweichende Antworten bekommen.